So. Da sind wir wieder. Sorry. Das gute Gulasch ist auch noch fertig geworden. Da muss ich jetzt ganz kurz schaufeln. Und wir haben ein Qualifying. Diesmal sind wir in Spanien. Hat sich mir falsch sortiert. Ich dachte eigentlich, Texas kommt als nächstes. Deswegen hat das eigentlich jetzt echt ganz gut gepasst. Dann doch. Ich sag ja immer, einmal Profis, dann lübt das schon. So, Truxo setzt sich aber erstmal ganz vorne hin. Der Gastgeber heute mit der 12-6. Einzelne damit Vorsprung auf die anderen beiden Fahrzeuge dahinter. Spanien eigentlich so eine Paradestrecke für alle. Die können sie in der Regel alle am besten. Das ist so eine Strecke, die sehr häufig gefahren wird, vor allem Testrennen. Ist auch wirklich eine sehr schöne Strecke. Macht doch sehr viel Spaß zu fahren. Bison nur mit der 13-0 auf der 4. So, Brady, 2,5 Sekunden auf der Uhr. Das geht in die richtige Richtung, Sportsfreunde, wenn er da zu Ende fährt. 12-7-8, da ist er nur ein Zehntel weg von Truxo, Teammate heute. Mursak auch ganz gut dabei. 13-3 auf die 7. Noch nichts Weltbewegendes. Vielleicht kommt da noch was. Aber jetzt wollen wir mal schauen, wen wir hier haben, der noch schnell sein könnte. Ich glaube, Simon dürfte in die Box fahren. Nee, tut er nicht. Er war schnell. Aber hier zu schnell für die Kurve. Aber der schnellste Mann, der Truxo, der liebe Truxo nimmt uns jetzt mal auch eine schnelle Runde mit. Und wir genießen den Sound des Mercedes. Ja, das war doch mal eine gute Runde. 12-3, nachdem er von Simon eben erst verdrängt wurde, kämpft er sich zurück an die Spitze. Starke Zeit hier von Truxo. Die letzten zwei Kurven und dann haben wir von Twitchy auch mal eine vernünftige Zeit. Das ist die 12-4-6-9-2000-Liter dem lieben Simon. Ich glaube, Johnny kommt aber als nächstes über die Linie. Mursak, ein Zehntel. Da hat er alles verloren. Oh, Johnny, 12-0, da ist er. Also fast ist er, die 11er Zeit. Aber 12-0 erstmal für Johnny, übernimmt die Pole. Sehr schönes Thema. Mursak verliert ja alles und jetzt den Rest. Da verliert er den Rest. Das Zehntel, was er noch gut hatte, ist hiermit ad acta gelegt worden. Als nächstes Physio Alex, jetzt mal eine gute Runde hoffentlich. 14-2, das kann er besser, das wissen wir. Guter Mann, guter Fahrer. 13-7, nur eine halbe Sekunde gewonnen. Oh ja, 13, das ist diese 12-5. Oh, und dann haut das weg. Nein, Max. Schade, schade, schade. Jetzt muss aufpassen, der liebe Alex kommt dahinter, aber der dürfte auch seine Ende sein. Schade für Max, richtig gute Zeit wäre das geworden. Also wirklich, der mausert sich, der junge Mann. Und da sind es schon 5 Zehntel. Oh, wenn er das jetzt zu Ende bringt, ist er auf einem richtig guten Weg. Da haben wir die erste 11er-Zeit am heutigen Abend. Also, wer weiß, für anderen Strecken geht das natürlich nicht. Aber für Spanien heute, in diesem Qualifying. 11-7-3-3. Ansage nochmal an die anderen Kollegen. Simon. Und hier fast über die Track Limits, aber auch nur fast, springt auf die 2. 11-9, hat er sich schon mal gut verbessert.
Truxo kommt hinterher mit einer 11-7-0, aber ungültig. Schade für ihn, das wäre die Pole gewesen, zumindest bis jetzt. Richtig, richtig gute Runde. Mosak jetzt auch nochmal mit 4/10 mindestens. Ja, doch nicht ganz. 13-0, PN9 für Mosak. Und Brady, der hatte vorhin schon eine gute Zeit im Köcher, aber jetzt reicht's nicht mehr. Fährt über die Linie und das Qualifying ist durch mit P6. Ganz in Ordnung, denke ich, aber ich glaube, da war auf jeden Fall noch einiges drin. So, dann haben wir jetzt nochmal das Endresultat von Qualifying. Twitchyaki und Simon wieder auf 1 und 2, wie schon in Baku, beide alleiniger in diesem Elferbereich oder in diesem Sekundenfenster, wie in Baku ebenfalls. Danach kommt Johnny mit der 12-0, gefolgt von Bison und Truxo, der eben eine 11-7-0-0 im Köcher hatte. Das ist aber ungültig gewesen. Schade für ihn. Brady eine Sekunde schon dahinter mit der 12-7, gefolgt von Grey Lightning, Max, Mosak und Physio Alex. Dustin, Florian und Nico komplettieren dann unser Feld dahinter. Aber das dazu, ich finde den Sound der Ampel richtig, richtig schön. Und der große Preis von Spanien in der Truxo-Welt, der geht jetzt auch los. Und wir sehen wir noch nichts. Auf jeden Fall, oh, Flügelteile haben wir, glaube ich, da gesehen. Also ein bisschen, ja, da hinten, da lupft was rum. Twitchyaki vorne, gefolgt von Simon. Da ist der Dreher von Grey Lightning, ist es, glaube ich, gewesen. Konnte es aber dann doch noch irgendwie abfangen. Uiuiui, und dann ist es Brady, der da hier abfliegt und auch das Schildchen ein bisschen mitnimmt. Oh, und dann Mosak und Nico. Schade, haben wir jetzt nicht ganz gesehen, was da los war. Flügelteilchen Nummer 2, das da rumliegt. Oh, jetzt hier beim Ausbeschleunigen schon Probleme. Brady, jetzt hier Nico, fährt derweil ohne Flügel oder mit ein wenig weniger Flügel. Weiter, bleiben wir ganz vorne wieder. Johnny, Simon hier zusammen als Teammate. Mates jagen den lieben Twitch, gefolgt von Truxo. Bison ist da ein bisschen... Ah, ist noch dran. Ist noch dran. Fahren. Von, oh, Johnny! Der hat das Auto fast verloren. Da haben wir auch noch einen Dreikampf. Max, Florian und Physio Alex. Vielleicht sogar einen Vierkampf. Da ist nämlich noch Dustin dahinter. Dann bleiben wir mal auf seiner Cockpit und wir haben Safety Car. Oh, das hat das aber noch gar nicht gemerkt mit dem Safety Car. Schauen wir mal, wie wir hier haben. Nico Frontflügel, die haben ordentlich alle neue Flügel. Brady bleibt draußen, damit ist zum Glück nichts passiert. Und schon mal zwei Positionen. Zumindest ein kleines Trostpflästerchen. Zeige mit dem Safety Cut, das buggt ganz schön rum, aber einerseits ist es schon schön, wie das so aufploppt. Ja, jetzt fahren sie alle in die Box. Und da vorne die beiden hier schon side by side in die Box schon. Das hört sich an, als ob da welche Go-Kart fahren würden. Kann das sein? Ready in die Box? Hört sich komisch an, ne? So Reifen quietschen. Das hört sich wie so ein Go-Kart-Bahn an. Physio Alex und Florian bleiben draußen. Der Rest geht rein. Könnte Johnny natürlich jetzt eine Position kosten. Aber ich weiß nicht, ob das Ghosting aktiviert ist, oder wie auch immer. Aber kostet nicht. Das ist gut. Schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Reifen an. Mediums und Hards wurden ausgewählt. Außer von Mosak, von dem wurden die Soften ausgewählt.
mal in der letzten Runde schon. Vielleicht hat sich auch verklickt. Machen wir das Thema wieder aus, das passt soweit. Positionsveränderung passt. Florian, Alex, natürlich jetzt die meisten Positionen sind nicht in die Box gegangen. Hoffen vielleicht nochmal auf ein zweites Safety Car. Strategie von den Jungs da vorne auf ein zweites Safety Car beten und hoffen, dass alle anderen noch reinkommen. Oh, Dustin in die Box. Da gibt es dann nochmal Flügelschaden. Ja, hat das gehört? Ich weiß nicht, ob das die Bremse ist. Den erzählen, glaube ich, eigentlich nicht, aber. Wäre natürlich ein cooles Feature, wenn man da so eine Kartbahn hören würde. Aber kein neuer Flügel für. Dustin Brady aber jetzt nochmal in der Box. Hat er uns auch wieder gehört. Das ist ja auch ein bisschen wie so ein Vogelzwitscher. Ne? Vielleicht ist da ja auch ein Vogelkäfig irgendwo drin, ne? Und pff, was war denn? Zu sehr auf dem Gas. Ja, gibt da die Session auf, hat da keinen Bock mehr. Flügel angehauen vielleicht. Ich weiß es nicht. In dem Fall eigentlich auch nicht so schlimm, da das Auto sich hier weg teleportiert gleich direkt, wo dich im Weg steht. Was war da los, Brad? Ich habe nur gesehen, du bist raus und auf einmal haut sich da rechts in die Wand hinein. Das sah sehr weird aus, ehrlich gesagt. Safety Car dieser Runde und das noch bevor es über den Sektor 3 Messpunkt gefahren ist. So, aber wir schauen uns das. Ja, Brady, wie gesagt, schreib mal den Bison, also der kommt mit dem Game super klar, weil es für den sehr realistisch tatsächlich und nachvollziehbar ist, was das Auto macht und was man ändern muss. Also ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle Bison mal fragen, damit den auf ihn verhelfen kann, wenn da irgendwas ist. Und du sagst, es ergibt keinen Sinn für mich oder wie auch immer. Der liebe Bison wird da sehr gerne helfen, hat er vorhin auch beim Twitchy gemacht und er hat auch direkt vor einer halben Sekunde den Flug gefunden. Allein durch das Feedback, was das denn eben was und der Twitchy, der holt sich direkt den Physio. Alex hat da richtig Bock drauf. Wir müssen natürlich schnell vorbei Fahrzeuge zwischen sich und Simon bringen. Und dahinter Simon, ja, ist ganz schnell auch an Physio Alex vorbeigekommen, natürlich mit den alten Reifen. Aber der kämpft, der bleibt da auf der Innenseite, bremst sich rein, schönes Thema kontert, aber. Nee, reicht nicht für Simon. Kein Switchback, funktioniert nicht. Und vorne ist es Twitchy, der sich auf der Innenseite nochmal reinzieht. Oh, Florian verliert ja fast das Auto noch. Oh, Brady, das bringt schon mehr als ein Tutorial. Also ein Tutorial-Dings zeigt dir nur, bremst da, mach das, mach das. So, das erklärt dir nicht, warum du etwas machen sollst oder warum es bei dir nicht funktioniert. Also ein 1-zu-1-Coaching, das, ganz ehrlich, das wird dir richtig helfen. Das würde richtig helfen, das ist, weil er dich genau da anfasst, wo du sagst, okay, das macht das Auto und das will ich nicht, dass es macht. Dann sagt er dir, hey, mach doch mal das mit deinem Setup. Mach mal den Spuren ein bisschen. Mach mal den Sturz ein bisschen. Die Stabis, die Flügel. Der kann dir schon mal, also selber beibringen, wenn man
ist ganz böse gesagt, keine Ahnung hat, was das Auto machen soll und was man daran ändern soll, was man da ändern kann, bringt nichts. Da kommt es ja nicht weiter. Ne? Außer du beschäftigst dich sehr mit dem, mit was bringt welches Bauteil. Was macht es, wenn ich das ändere? Wie funktioniert das? Wann hat das Auto Grip? Wo hat das Grip, wenn ich gerade lenke, etc.? Naja, wenn du dich drehst, weißt du, ich habe mich in Low-Speed-Cornern gedreht, hatte das Lenkrad so, hatte so viel Gas im Pot. Oh, da hinten ist es ein Mosak, der sich dreht und dann ist es auch Druck so, der sich weghaut. Wie gesagt, also, ey, du musst es nicht machen. Das ist nur eine Idee, was ich auf jeden Fall machen würde, weil der kann dir da echt weiterhelfen. Ein 1:1-Coaching mit Bison ist anders als ein blödes Tutorial auf YouTube, was dir eigentlich nichts, im Endeffekt nichts bringt. Das sagt dir nicht viel aus. Da wird dir der Bison schon helfen können. Der kennt das. Der weiß genau, was da funktioniert. Warum das da in dem Moment ausbricht. Also ich habe mich vorhin mit dem unterhalten über das Game. Und der hat gesagt, das ist eigentlich... Boah, Physio Alex, wo geht's aber ganz schön weit raus. Und der hat selbst in Twitchy noch helfen können. Warum das Auto so das macht, was es macht, wenn er das sieht. Ne? Wie gesagt, musst du nicht machen, ist eine Idee. Das hilft auf jeden Fall. Mehr als ein YouTube-Video. Wenn ich den Inputs angucke, dann lübt das schon. So, Simon, Florian. Da ist er vorbei. Wie mit meinen Nudeln die ganze Zeit? Aufhören damit. Nervt. Die Hälfte des Rennens jetzt fast rum. Noch eine halbe Runde, dann haben wir die Hälfte rum. Während Simon sich noch P2 vorarbeitet, aber jetzt schon eine kleine Lücke gechattet. Das 1,6 Sekunden Abstand hat er da. Muss jetzt mächtig pushen. Jetzt nervt mich das. Da. Aus. Die Maus. Aber Florian kann da dranbleiben mit seinen älteren Reifen. Lässt sich da nicht ganz abwimmeln. Simon hält den Abstand zu Twitch. Kommt auch nicht wirklich näher ran. Jetzt ist es marginal, ein Zehntel. Also schauen wir weiter hin. Das sind heute auch mal wieder dabei. Schönes Thema. Jagd von Bison, das muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen. Bison jagt Dustin. Vorne, ich hab's gerade gesehen, Florian in die Box. Hab mich schon sehr gewundert, das war sehr schnell, wie er da rangerauscht ist auf einmal. Und jetzt schon. Oh, was? Irgendwer, der klang gerade wirklich eigentlich ganz geil. Ich weiß es nicht, welcher das war. Hier die 4. Schauen wir mal bei Bison rein. Vorne ist eigentlich erstmal die Marschrichtung klar soweit. Physio Alex und Nico waren gerade auch in der Box. Bison jagt nach vorne zum Dustin. Ja, Bison mit Problem noch. Schade für ihn. Läuft nicht ganz so bisher. Aber das wird alles noch, denke ich mal. Hinten dreht sich Truxo schon wieder. Das hat sich eben schon im dritten Sektor gedreht. Nico weiterhin auf der 5. Schönes Thema hier. Relighting auf der 4 und die beiden Racing Bulls auf 2.
Und 3. Ah, der Rauch, der Bremsrauch, der zieht sich auch über Kilometer hinweg. Das ist der nächste mit der Zeitstrafe. Physio Alex hat es davor schon getroffen. Oh, und jetzt ist es Nico, der es wegkommt. Und der ist aber noch dabei. Der ist aber noch dabei. Nur der Flügel ist weg. Muss er aufpassen. Hier rechts, da kommt der Mursack. Geht aber auch vorbei. Schade für Nico, war bis jetzt eigentlich ein stabiles Rennen. Lässt auf mehr hoffen. Und Bison, der schließt wieder auf Dustin auf. Dustin verliert aber nach vorne. Brady, ehrlich gesagt, ich habe damit auch gerechnet, dass der DNF geht. Aber erinnerst du dich noch an Bamble in Kanada mit 200 frontal in die Wand und geht nicht DNF? Werde ich auch nie im Leben verstehen, wieso der da nicht DNF gegangen ist. Das ist halt, kommt immer darauf an, in welchem Winkel, ne? Triffst du den richtigen Winkel, dann passt das soweit. Triffst du den falschen Winkel, dann geht's halt DNF. In echt, ich meine, wir beschweren uns, dass aber 30 km/h DNF gehen teilweise, wenn du mal schaust, wie die Aufhängungen aufs Carbon sind. Fahr da mal mit 30 km/h, dann ist das ganze Rad aber in echt. Da dürfen wir uns zumindest nicht beschweren eigentlich, aber dass ein Bamble bei 200 nicht DNF geht. Aber wie du bist ein krasser True. Ja, true. Wie gesagt, bei so niedrigen Geschwindigkeiten, dass es da alles wegreißt, das kann ich absolut nachvollziehen. Also nicht wegreißt, aber dann sich auseinanderzieht und vielleicht sogar bricht. Simon verliert. 13. jetzt, seitdem er da vorbei ist. Und Simon dreht sich. Ich wollte gerade sagen, Johnny, der holt aber auf. Und Simon, der hat zu kämpfen aktuell. Der hat richtig zu kämpfen. Und fällt auf die 7 vorerst zurück. Wo sagt er mal die Box? Unusual Stop, aber. Müssen wir mal schauen. Ja gut, er war recht früh, der ist ja schon erst auf die Soften gegangen. Wir schauen auf Dustin, der sich Bison geschlagen geben musste. Sie hat jetzt eine Box aufgegeben. Ich glaube, das ist nichts für ihn heute. Das ganze Thema hat jetzt wieder so ein bisschen abgeflacht. Florian, nächste Zeitstrafe. Eben gesehen haben hier die gelbe Flagge, das war Simons Fahrzeug. Aus der Box fährt das natürlich immer noch gern nochmal das halbe Rennen mit, der Bot. Nico Truxo. Da geht's weiter. Truxo vorbei. Und Bison bahnt sich den Weg nach vorne, ist jetzt an Grey Lightning dran. Nico kann ja aber auf jeden Fall erstmal kontern. Aber da lässt sich Truxo nicht ganz abwimmeln, bleibt hier dran. Und nur sagt, und Florian war es, glaube ich. Side by side. Oh, ja. Nico lässt hier sehr viel Platz zum Überleben. Kann dadurch aber auch ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Bringt ihm aber nichts, bleibt dann erstmal auf der 10. Truxo geht auf die 9 vor Florian mit der nächsten Zeitschraube. Ich glaube, schon die dritte für ihn. Oh, Nico, da haben wir es gerade noch so ein bisschen erahnen können, was da passiert ist. Aber zum Glück hier nichts Schlimmeres passiert. Bison schließt jetzt auf und wird, denke ich mal... Ah, nee, noch nicht. Auch wenn sie hier Teammates sind, da
Grey Lightning fährt hier eigentlich auch alleine. Es gibt ja keine richtige Teamwertung. Katastrophal das Spiel, jetzt kommt der nächste. Holt euch doch mal Hilfe von Bison. Du hast doch vor uns gehört, Simon. Du hast doch dich kaum damit beschäftigt. Wenn der Bison dir da mal ein, zwei Ratschläge gibt, dann sollte das auch schon wieder funktionieren. Die Setups aus den alten Teilen funktioniert halt null. Die Art und Weise, auch die Herangehensweise. Nico gibt auf in der Box. Hatte da wahrscheinlich wieder einen Flügelschaden. Ich bin auch sehr zwiegespalten, man hört alles Mögliche. Aber was Bison vorhin so erzählt hat, das hatte schon so ein bisschen Hand und Fuß. Ich finde es einfach nicht toll, dass mein Auto einfach in die Luft fliegt auf der Ideallinie. Hast du es zu tief einfach, dass du da bumpst oder was? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Wie das jetzt genau gemeint ist. Ich meine, du bist ja dafür bekannt, dass das Auto irgendwo in der Luft fliegt. Siehe Bilder. Discord, siehe Discord. Ja, man muss sich, glaube ich. Wie gesagt, ich kann nur das wiedergeben, so was ich vom Bison gehört habe, was für mich Hand und Fuß hatte, weil es auch ein Simracer ist, nicht wie die E-Sportler hier. Und er sagt, das Setup ist einfach fundamental wichtiger und jedes Teil hat jetzt wirklich eine Bedeutung in dem Game. Auch die Aufhängung, ob sie weich oder hart ist, das ergibt schon einen Unterschied, ob man hier aufsitzt oder eben nicht. Da wird aber auch demnächst bestimmt ein Leitfaden von einem vernünftigen Simracer rauskommen, wie man das Setup hier einzustellen hat. Die physikalische Berechnung regt dich in dem Spiel auf. Oh, Kalus beigetreten. Halleluja, da haben wir noch ein paar am Start. Ja, Simon, ich kann dasselbe sagen wie Brady. Geh mal zu Bison, der hilft, der wird dir immer gerne helfen. Ich glaube, das ist allzeit bekannt. Und vielleicht helfen die Tipps ja, vielleicht helfen sie nicht, da kann man immer sagen, ist scheiße. Aber wenn sie helfen und man sagt, ach, so funktioniert das, dass es nachvollziehbarer geworden ist, was das Auto macht und was sich ändern muss, dann. Ich sehe Simon und mich in der Edge. Ja, vielleicht. Na, Kanu, schon im Chat schon unterwegs. Ja, und Twitchy, der ist auf dem Weg in seine letzte Runde. Und Johnny mit einer wirklich guten Pace, 1,5 Sekunden jetzt dahinter. Was geht ab, Merkrad? Moin, Kanu, schön, dass du da bist. Ich habe schon gesehen, du bist gejoint. Ich sehe unten links, sehen wir es ja, du bist ja am Quatsche. Mute dich mal. Hier feiert man den Nichtaufstieg von Fortuna. Was geht in Kiel ab? Sich das Feld dann jetzt auch schon wieder. Ah, ganz normal. Ihr seht ja, die Leute müssen erst mit dem Spiel wieder richtig klarkommen. Und dann haben wir auch wieder ein geiles Racing. Hinten dreht sich der liebe Truxe schon wieder an derselben Stelle. Und dann sind es die letzten zwei Kurven für Twitchy, der sich hier den Sieg in Spanien schnappt. Gefolgt von Johnny, knapp dahinter. 1,9 Sekunden, die 3 Sekunden Zeitstrafe ziehen wir direkt mal ab. Bison auf die 3 vor, auch schwierig sein für ihn hier. Grey Lightning, also auch wieder ein Team Alpine da unterwegs. Auf die 4 gefolgt von Dustin auf die 5. Musak, der braucht noch ein bisschen. Ah, wir hören Schumacher, Race for Ferrari, ja. Der Stadionsprecher unterhält die Zuschauer. Da kommt Musak,
Ab auf die 6. Und Physio Alex. Der letzte. Also nicht der letzte, aber. Auf die 7. Florian muss sich hier dann noch wahrscheinlich geschlagen geben gegen Tuxo. Der hier. Nein, muss er sich doch nicht! Da hinten Tuxo schon wieder diese Kurve. Florian zwar mit den 10 Sekunden Zeitstrafe, aber ja, Tuxo. Na gut, er hat noch 9 Sekunden Strafe grundsätzlich, aber schnellste Rennrunde von ihm. So, Tuxo, das könnte knapp werden mit Florian. Aber ich denke, der sollte ihn knacken. Hat sich aber schon wieder gedreht, das zweite Mal. Ja, ist er vorbei. Florian als Fahrer des Tages. Vorletzte Kurve ist verbuggt, okay. Dann, deshalb dreht, weiß ich, er war ja der Einzige, der sich dort, glaube ich, gedreht hat. Oder? Ja, ich glaube, zwei haben sich dort gedreht. Simon hat sich auch gedreht. Links 120 Grad und rechts kommt man nicht über 100. Ja gut, hat ja auch mit der Strecke zu tun, dass man sehr viel mehr Rechtskurven hat, die vor allem dann auch länger sind und schneller fährt. Dementsprechend hat man natürlich links mehr Temperaturen in den Reifen. Tuxo hat es richtig hüpfen lassen. Ja, der Tuxo, der hatte richtig Bock. Aber schauen wir uns das Endergebnis nochmal ganz fix an. Twitchjacki gewinnt den großen Preis von Spanien bei dieser kleinen Mini-WM vor Johnny, der auf der 2 ist. Bison auf die 3. Grey Lightning auf die 4. Dustin Musak 5 und 6. Physio Alex hat sich auch ein paar Positionen nach vorne gearbeitet. Nicht so viele wie Dustin, der mit 6 Positionen richtig gut dabei ist. Aber Physio Alex 3 Positionen. Druck, so ging es da hinten. 3 nämlich auch an der Zahl von der 5 auf die 8. Florian, unser Fahrer des Tages, mit der schnellsten Rennrunde. Und Platz 9, Nico auf der 10. DNF, dahinter Simon, Brady, Max, ebenfalls DNF.